Scheine sind Bestandteil der uralten japanischen Shinto-Religion, dem Weg der Götter. Und obwohl die meisten Japaner sich nicht als religiös bezeichnen, wird noch oft nach shintoistischem Brauch geheiratet. Bevor man den Jingu, den Schrein, betritt, unterzieht man sich einer rituellen Waschung. Scheine sind einem Gott geweiht. Das kann eine bestimmte Gottheit sein, eine Naturerscheinung oder, wie hier, eine historische Person. In der Anbetungshalle bittet man um alles, was einem am Herzen liegt, nach festgelegtem Ritual. Man wirft eine Opfermünze, klatscht in die Hände, um die Aufmerksamkeit des Gottes zu erregen, und schickt ihm seinen Wunsch. Unterstützt werden die Gebete auch vom Gott dieses Baumes. Man schreibt seine Wünsche um Glück und Frieden und vieles andere auf ein Holztäfelchen und hängt sie an den Stamm. Offenbar sind die japanischen Götter sehr großzügig. Sie nehmen sogar Wünsche aus Übersee in Empfang. Die alten Bräuche finden noch Einzug in viele japanische Kinderzimmer. Noch hat die Moderne nicht alles überrollt. Aber der Fortschritt ist nirgends aufzuhalten. So verdanken dem Erfolg des Shinkansen auch Europas Hochgeschwindigkeitszüge ihre Entwicklung. Sei es Frankreichs TGV, Italiens Pendolino oder Deutschlands ICE. Zum Teil haben sie den Shinkansen im Tempo übertroffen, was ihn aber wohl immer zur Ausnahme macht, ist seine Pünktlichkeit. Ermöglicht durch das geschlossene System von Bahnhof, Zug und Strecke seine völlige Unabhängigkeit von anderen Bahnen. Wir sind auf Höhe von Shizuoka. Im Hintergrund, wieder einmal leicht verhüllt, Mount Fuji. Seine letzte Eruption war im Jahr 1707. Ob er je vorhat, auf die Shinkansen-Linie hinunterzuspucken? Speise- oder Barwagen fehlen im Zug. Dafür ist der Service am Platz erstklassig. Unermüdlich ziehen Damen wie Sie durch die Wagen. Und jedes Mal beim Abgang. Beliebte Wegzehrung, eine Schachtel voller Sushi. Das traditionelle Nationalgericht. Fast Food zwar, aber mit frischen Zutaten. Es erfreut sich vor allem bei jungen Leuten auch in Europa zunehmender Beliebtheit. Entlang der japanischen Alpen ist der Tokaido Shinkansen weiter unterwegs auf seiner schnurgeraden Strecke Richtung Westen. Morgenstimmung in Kanaya, einem Stadtteil von Shimada mit zusammen 100.000 Einwohnern. Angebunden an die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die die gesamte Insel Honshu auf knapp 2000 Kilometern durchzieht. Beinahe im 5-Minuten-Takt gibt der Shinkansen hier sein rasendes Gastspiel. Manche Züge halten hier auch, aber die meisten rasen durch. Keine Spur von Hochgeschwindigkeit, nur wenige Kilometer entfernt. Am alten Stadtbahnhof von Kanaya fahren ebenfalls Triebwagen, aber eher gemächlich, im Wiegeschritt. Der alte Bahnhof ist Ausgangspunkt einer Strecke über 65 Kilometer in die Berge. Sie gehört der privaten Oigawa Railway. Auf Japanisch? Oigawa Tetsudo. Und das ist der Grund unseres Besuches, der Dampfzug. Er fährt täglich zwischen Kanaya und dem 40 Kilometer entfernten Senzu. Dabei geht es durch eine hügelige Landschaft, vorbei an Wäldern und zahllosen Teefeldern.
Die Oikawa Tetsudo betreibt übrigens die erste Museumseisenbahn Japans. Es dampft hier wieder seit 1975, nachdem 1949 mit der Elektrifizierung die Dampfzeit zu Ende gegangen war. Die Oikawa Railway entstand in der Taisho-Ära, die Zeit zwischen 1912 und 1926, als Kaiser Taisho regierte. 1926 wurde die Bahnlinie eröffnet. Man hat sie ursprünglich gebaut, um Holz aus den Laubwäldern abzutransportieren. Später half sie mit beim Bau von Staudämmen. Es ist noch recht früh am Morgen, als wir unseren Rundgang durch das Bahnbetriebswerk beginnen. Jeden Tag, von einigen Ausnahmen abgesehen, sind zwei Dampfzüge auf der Strecke. Klar, dass am Morgen jede Menge Arbeit zu verrichten ist. Lok C11190 darf heute auf die Strecke. Knapp 4 Stunden vor Abfahrt brennt bereits das Feuer in der Büchse. Das Lokpersonal teilt sich die Arbeit auf. Literweise spuckt das Ölkännchen den Schmierstoff in Lager und auf Gleitbahnen. Schmierstunde in der Morgensonne. Engagierte Eisenbahnfreunde haben vor gut 30 Jahren die Dampfära zurück an den Oikawa gebracht. Ein Dampfross wurde seinerzeit vor den Schneidbrennern gerettet und fand in Kanaya eine neue Heimat. Heute sind 4 Dampfrösser betriebsfähig, 2 weitere vervollständigen den Fuhrpark. Dieses hier scheint etwas über den Durst getrunken zu haben. Etwas seltsam mutet diese Konstruktion an. Vor lauter Rohren erspäht man kaum noch das Dampfross. Diese Konstruktion hat eine doppelte Funktion. Zum einen sammelt sie den Rauch, damit das Betriebswerk nicht verqualmt wird. Zum anderen wird mit der Luftzufuhr durch den Schornstein das Feuer in der Lok angefacht. Hoch über dem Betriebswerk stößt die Lok dann ihre Rauchwölkchen aus. Und unten schwärmt der Meister von Dampf und Lok. Ein Traum meiner Kindheit wurde wahr. Ich bin so glücklich, diese Arbeit bekommen zu haben. Die Dampfrösser sind die Überlebensgarantie der Bahngesellschaft. Erweist sich doch der tägliche Dampfbetrieb seit 3 Jahrzehnten als Besuchermagnet. Deshalb ist die Pflege der Dampfdinos auch oberstes Gebot. Der Dampfzug ist für uns unglaublich wichtig, weil er zahlreiche Touristen in diese dünn besiedelte Gegend bringt. Ein weiterer Punkt ist die Bewahrung des kulturellen und technischen Erbes. Wir restaurieren die Fahrzeuge, aber wir modernisieren sie nicht. Insgesamt haben wir 1 Million Fahrgäste im Jahr. Mehr als 200.000 kommen allein wegen des Dampfzuges. Und hier kommt er endlich, der erste Dampfzug des Tages. Abfahrt in Kanaya, 10.02 Uhr. Fahrdauer exakt 83 Minuten. Gleich geht die Reise los. Die Fahrgäste auf dem Bahnsteig warten bereits voller Ungeduld, gepaart mit Vorfreude. Man reist im Stile der 30er Jahre, als diese Wagen noch auf der Hauptstrecke der japanischen Eisenbahn unterwegs waren. Und schon hat der Meister die Hand am Regler. Das Dampfabenteuer kann beginnen. Auf der Lok hatte unser Team keinen Platz, aber eine Kamera durften wir installieren, damit die Atmosphäre auf dem Führerstand wenigstens in Teilen, wenn auch nur in eine Richtung, eingefangen werden kann. Wer Fisch liebt,
Für den ist Japan das Paradies. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, in jeder Form, kann man die Meeresfrüchte genießen. Natürlich auch im Zug. Und dazu noch stilecht verpackt. Menüs ohne Meeresgetier gibt es natürlich auch. Ein Großteil der Strecke führt durch das Tal des Oigawa. Der Fluss ist im Frühjahr ziemlich mächtig, gleicht später aber eher einem Rinnsal. Mehrmals wechselt der Zug die Talseite. Dann geht es über genormte Brücken, die nicht einmal einen Namen haben, nur Nummern. Das ist Brücke Nummer 1. Oigawa Daiich Kyuryu. Auch für Spaß und Unterhaltung ist gesorgt. Viel Vergnügen bereitet den Reisenden solch ein Minizug, bei dem die Lok zuerst an den Wagen kuppelt, um dann mit Volldampf loszudüsen. Kein Wunder, dass solche Spielereien bei den Fahrgästen reißenden Absatz finden. Dampfzugfahren ist einfach ein Erlebnis. Das Rösslein mal in Schwung ist, galoppiert es munter und mit Vergnügen das Tal entlang. Auf einer Spur von 1067 Millimetern. Das ist die Normalspur in Japan. Anders als bei uns sitzt in Japan der Lokführer, und zwar links. Im Blickfeld die Instrumente und natürlich auch die Teefelder. Solche Motive sind bei der Oigawa Railway auf weiten Strecken die Normalität. Teefelder, soweit das Auge reicht. Anzutreffen in der Region um Kawane. Ein Name, bei dem jeder Teekenner mit der Zunge schnalzt. Spezialität dieser Gegend ist der grüne Tee. Flüssiges, grünes Gold für die Kehlen. Tee-Experte Tetsuya Ashisawa, Vorstand der hiesigen Teegenossenschaft, versucht uns in einer Art Schnellkurs in die Geheimnisse des grünen Tees einzuweisen. Im Anbaugebiet von Kawane herrschen absolut vorteilhafte Voraussetzungen für unseren grünen Tee. Es ist die Lage in Verbindung mit der Witterung. Unsere Stadt liegt am Oigawa, umrahmt von Bergen. Von dort kommt häufig Nebel herunter. Diese Feuchtigkeit tut unserem grünen Tee mehr als gut. Die Temperaturen sind ebenfalls ideal. Tagsüber ist es warm, nachts kühl. Ein perfektes Klima für das Gedeihen des Tees. Einfach ideale Voraussetzungen. Tee prägt die gesamte Gegend. Es hat den Anschein, als wäre auf jedem, auch noch so kleinen Fleckchen, Tee angepflanzt worden. Allein die Bahntrasse ist teefrei. Und überall drehen sich die Ventilatoren, um dem Tee Luft zuzufächeln. Jede Familie lebt hier vom und für den Tee. Immer in Verbindung mit dem Dampfzug.